Hallo und zurück zu einem neuen Food-Video. Ja, nach längerer Zeit geht es heute wieder auf meinem Kanal ums Thema Essen. Ich habe euch wieder 5 Tage beim Kochen mitgenommen. Es gibt kein bestimmtes Thema in diesem Video, sondern es sind einfach nur 5 Gerichte, die wir in den letzten Tagen zu Abend gegessen haben. Und ich würde sagen, ich rede nicht noch viel drum herum, sondern ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. So, Tag 1. Heute Abend gibt es bei uns Salat mit Kartoffelwedges. Also Salat machen wir eigentlich so mindestens einmal die Woche. In letzter Zeit öfter eigentlich mit Tofu, aber heute mal wieder mit Kartoffelwedges, weil ich auch öfter gefragt werde, wie wir die so machen. Und auch zum Salat kriege ich öfter Fragen, wie wir das Dressing machen. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das mal heute mit rein. Was ich jetzt als erstes gemacht habe, war es, die Kartoffeln erstmal so in Spalten zu schneiden. Wir kaufen da immer so kleine Kartoffeln, damit wir die einfach nur fütteln müssen und auch festkochend. Und was ich dann mache, ist es, die Spalten in etwas Wasser einzulegen, in kaltes Wasser. Und das stelle ich dann auch in den Kühlschrank, so für mindestens 15 Minuten, weil dadurch werden die Kartoffeln später etwas krosser. Ihr könnt dann die Kartoffeln abgießen und so ein bisschen abtrocknen und dann wird gewürzt. Und da gebe ich einfach ein bisschen Olivenöl hinzu und dann noch ein paar Gewürze wie Paprikapulver, italienische Kräuter, Knoblauch und Zwiebelpulver, dann grobes Salz und zum Schluss noch so einen kleinen Teelöffel Speisestärke. Das macht die Kartoffeln dann auch etwas krosser. Dann kommen die Kartoffeln auf ein Blech, schön mit etwas Abstand verteilen. Und dann kommen sie bei ungefähr 220 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten in den Ofen. Schaut da einfach dann, je nachdem wie kross ihr es haben wollt. Und in der Zeit machen wir den Salat. Salat ist schon mal geschnibbelt. Wir mögen das immer ganz gerne, wenn das ein richtig bunter Salat ist, also wenn da ganz viele verschiedene Dinge drin sind. Wir machen typischerweise immer Gurken rein, Paprika, Cherrytomaten, getrocknete Tomaten, dann eine kleine Dose Mais und eine kleine Dose Kidneybohnen, eine Avocado und das ist wirklich am besten, wenn die schon so richtig, richtig reif und weich ist, weil wenn die so ganz cremig ist, verbindet sie sich dann später mit dem Dressing noch mehr und es schmeckt richtig gut. Und zum Schluss noch ein bisschen Feta. Übrigens, immer in der Zeit, wo wir den Salat machen, ein kleiner Trick von mir, mache ich zwischendurch immer kurz die Ofentür auf, um einmal die Feuchtigkeit so entweichen zu lassen, dann wieder zu. Und dadurch werden die Kartoffeln dann am Ende wirklich richtig kross. Ich mache das so alle 5 bis 10 Minuten ungefähr. So, und jetzt kommen wir zu dem Dressing. Ich mache das immer in so einem Shaker, weil dann kann man das so richtig einmal durchmixen. Alle Zutaten vermischen sich gut. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich da alles reinmache. Und so sieht dann das Dressing aus. Ich kann euch jetzt leider keine genauen Mengenangaben geben, weil ich das immer so ein bisschen nach Gefühl mache. Aber ich verspreche euch, es ist sehr, sehr lecker. Schmeckt gut. Kartoffeln. Was ist übrigens mit Ketchup? So healthy sind wir nicht. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Tag 2. Heute machen wir die berühmte Feta-Pasta. Diejenigen von euch, die auf TikTok unterwegs sind, kennen sie sicherlich. Also diese Pasta, wo man einfach so einen Block Feta und Tomaten in den Ofen schiebt und dann am Ende alles mit den Nudeln so vermischt. Ganz genau. Nur wir machen sie heute ein bisschen abgewandelt. Also ich füge so ein paar Sachen noch hinzu. Ich hätte euch schon so eine abgewandelte Version auf Instagram gezeigt. Aber heute machen wir es wieder ein bisschen anders. Deswegen dachte ich mir, nehme ich es einfach mit ins Video. Okay, let's go. Tom ist übrigens bei uns immer der Schnibbelmeister. Wenn ich da irgendwelche Aufgaben finde, die sie nicht mag, hängt sie einfach das Wort Meister dahinter. Das ist so ein psychologischer Trick, damit ich das Gefühl habe, dass ich das richtig gut kann und das freiwillig mache. Also jetzt einfach erstmal so das Gemüse noch schneiden, was ihr noch zusätzlich drin haben wollt, abgesehen von den Tomaten. Wir haben jetzt hier Paprika, eine halbe Zucchini, Zwiebeln und Knoblauch. Okay, ich wollte jetzt gerade loslegen, da ist mir aufgefallen, dass es das Wichtigste fehlt.
der Väter. Deswegen verschieben wir das Ganze. Okay, neuer Tag, neuer Versuch. Diesmal haben wir den Feta. So, ihr braucht jetzt eine Auflaufform, wo er ganzes Gemüse reinkommt. Wir haben jetzt hier alles noch ready von gestern. Also die Zwiebeln, Zucchini und Paprika. Und dazu kommen jetzt noch die Tomaten. Davon noch ruhig reichlich, weil die machen die Soße am Ende so saftig. So, und dazu gebe ich jetzt noch den Knoblauch, ein wenig Olivenöl. Und ein paar Gewürze eurer Wahl. Ich habe jetzt hier erstmal Salz, italienische Kräuter und Chiliflocken. So, und das Ganze vermische ich jetzt einmal. Dann mache ich hier ein bisschen Platz und gebe den Feta hinzu. Was ich mache, ist es nicht nur Feta hinzuzugeben, wie es in diesen typischen TikTok-Rezepten ist, sondern noch so eine Packung Frischkäse. Das macht das Ganze am Ende noch viel cremiger. Das Ganze kommt jetzt einfach nur noch in den Ofen, so bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für circa 15 bis 20 Minuten. Schaut da einfach, je nachdem, was ihr an Gemüse da habt, ob das Gemüse gut durch ist, aufpassen, dass der Feta und so nicht anbrennt. Und ab damit! So 10 Minuten bevor das fertig ist, koche ich dann schon mal die Nudeln. Und wir machen da heute diese Kichererbsnudeln, die mögen wir allgemein ganz gerne. Die schmecken zwar jetzt nicht so saftig, sage ich mal, wie normale Nudeln, aber sie sind auf jeden Fall nahrhafter und vor allem auch proteinreicher. Was ich auf jeden Fall zu denen sagen kann, dass sie auf jeden Fall schon so reichlich was an Soße brauchen. Deswegen habe ich auch diesen zusätzlichen Frischkäse noch mit dazu gemacht, weil wenn man jetzt nur die Feta-Pasta alleine nur mit dem Feta machen würde, dann wäre das, glaube ich, mit diesen Kichererbsnudeln etwas zu trocken. Deswegen kann ich zu diesen auf jeden Fall immer empfehlen, wirklich eine richtig saftige Soße zu machen. So, was wir jetzt eigentlich nur noch machen müssen, ist alles miteinander zu vermischen, also auch den Feta so zu zerkleinern und vor allem ganz wichtig, die Tomaten sollten möglichst so aufplatzen, also der Saft sollte auslaufen, damit es wirklich alles schön saftig wird. So, zu dieser Matschepampe kommen jetzt noch die Nudeln, dann alles gut vermischen und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Müsst ihr ausprobieren. Das lassen wir uns jetzt schmecken. So, Tag 3. Nicht wundern, ich war heute beim Friseur. Deswegen sind jetzt mitten im Video plötzlich kürzer meine Haare. Heute machen wir eine Gemüse-Reispfanne. Das ist eigentlich perfekt so, wenn man irgendwie noch Reste zu Hause hat. Das letzte Jahr im Sommer ganz oft gemacht. Immer wenn wir gegrillt haben und da Gemüse dann übrig geblieben ist, habe ich das dann am nächsten Tag zu so einer Reispfanne verwertet. Oder auch ganz gerne habe ich das mit Bulgur gemacht. Heute machen wir das mit normalem Reis. Und es schmeckt echt super lecker. Heute machen wir das aber mit noch ja, so Restegemüse, was wir da hatten. Eine halbe Zucchini, eine Paprika und Mais machen wir rein und Tofu. Let's go. So, was wir zuerst machen, ist es, den Tofu zu pressen. Wir benutzen dann normalen Naturtofu und ich packe den immer auf so ein Brett mit einem Küchenpapier und dann kommt da drauf nochmal ein Brett mit Küchenpapier und ein paar schwere Medizinbücher. Ja, es müssen Medizinbücher sein. Und das lasse ich so 10 bis 20 Minuten stehen, mache in der Zeit dann was anderes, zum Beispiel das Gemüseschnibbeln. Und das trägt am Ende dazu bei, dass der Tofu knuspriger wird. Also schön so überschüssige Flüssigkeit auspressen. So, bevor ich alles anbrate, bereite ich noch einen kleinen Joghurt-Dip vor, damit er dann auf jeden Fall schon mal ready ist. Und dafür raspel ich auch etwas von einer Gurke rein, so Tzatziki inspiriert. Ansonsten nur wenige Gewürze, Knoblauch, Salz und etwas Minze. So, ich presse jetzt nochmal selbst so ein bisschen Feuchtigkeit hier aus dem Tofu. Und jetzt schneide ich ihn erstmal in so kleine Würfel. So, und im nächsten Schritt würze ich ihn dann mit etwas Knoblauchpulver, Paprikapulver und dann ganz wichtig Speisestärke, weil die macht den Tofu dann am Ende so schön kross außen. Von auch reichlich rein. Ungefähr so. Und dann schütteln, sodass der Tofu dann von allen Seiten gut eingemehlt ist. So, und dann wird alles angebraten. Ich brate das Gemüse separat in einer Pfanne an und den Tofu in einer Pfanne, weil ich finde, wenn man den Tofu alleine anbrät und dann nicht irgendwie
so andere Feuchtigkeiten von zum Beispiel Gemüse reinkommt, dann wird er halt nochmal krosser. Und deswegen gebe ich ihn dann eher zum Schluss noch dazu. Könnt ihr natürlich auch vorher in der Pfanne anraten, rausnehmen und dann zum Schluss dazugeben. Aber ich mache es jetzt parallel, damit es einfach schneller geht. Und den Reis koche ich auch schon mal parallel. Da ist es auch nicht schlimm, wenn er dann schon vorher fertig wird, weil der wird ja dann eh nochmal mit in die Pfanne gegeben zum Schluss und mit dem Gemüse dann angebraten. Okay, let's go! So, ich moderiere das Ganze mal, auch wenn es ziemlich selbsterklärend ist. In die linke Pfanne kommen erstmal die Zwiebeln rein, rechts der Tofu. Und nachdem die Zwiebeln ein bisschen angebraten worden sind, füge ich dann das restliche Gemüse hinzu. Und immer auf den Tofu auch achten und regelmäßig wenden. Und dann kommen links 2 Esslöffel Tomatenmark rein. Das sind auch ganz wichtig, damit das mit dem Reis am Ende nicht zu trocken wird. Und dann wird schließlich auch schon gewürzt. Und zwar habe ich damit Chiliflocken, Paprikapulver und ein wenig Salz gewürzt und dann weiter anbraten. Und wenn ihr merkt, dass das Gemüse dann auch ready ist, kann dann der Mais noch hinzu und ganz zum Schluss dann noch der Reis. Und da könnt ihr auch noch ein bisschen Tomatenmark oder Gewürz hinzufügen, wenn ihr wollt. Und zum Schluss dann noch der Tofu und ihr seid auch schon fertig. So, erstmal ein bisschen was von dem Joghurt. Diese Kombi mit diesem Dip. Ja, das ist frische so, ne? Und das lassen wir uns jetzt schmecken. So, Tag 4. Heute gibt es bei uns wieder Nudeln und zwar mit einer Tofu-Bolognese. Und zwar nutzen wir da einen ganz bestimmten Tofu und den würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen für dieses Rezept. Also ihr könnt es natürlich auch mit normalen Tofu machen, Naturtofu schmeckt sicher auch gut oder geräucherter Tofu, falls ihr den mögt. Aber mit diesem Tofu ist es besonders lecker und ich empfehle diesen Tofu vor allem auch Leuten, die vielleicht von sich selber sagen würden, dass sie Tofu nicht so gerne mögen oder nicht so genau wissen, wie sie den zubereiten sollen, weil der ist halt schon so mariniert und hat schon so eine Würzung und ist sehr intensiv auch im Geschmack und den finde ich wirklich perfekt für so, ja, mit Pasta oder wir hatten das mal mit Salat, also ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Unser Schnibbelmeister ist wieder am Start heute. Jetzt hat er mal eine Pause und er bereitet jetzt schon mal so ein bisschen alles vor und dann mache ich den Rest. Und zwar schneidet er jetzt erstmal 2 kleine Möhren in kleine Würfel und dann haben wir hier noch Zwiebeln und Knoblauch. So, Tom hat jetzt hier das Gemüse so klein geschnibbelt und den Tofu so zerbröselt. Das muss auch nicht perfekt sein, weil sich das in der Soße dann nochmal löst. Und jetzt kann ich anfangen, das Ganze anzubraten. So, den Tofu könnt ihr ruhig eine Weile anbraten, zwischendurch immer mal wieder umrühren. Und hier werde ich jetzt die Nudeln schon mal parallel kochen und heute machen wir dazu Dinkelnudeln. So, nachdem ihr den Tofu eine Weile angebraten habt, könnt ihr eine Packung passierte Tomaten hinzugeben. Dann habe ich etwas Balsamico-Essig hinzugefügt und das Ganze dann gewürzt mit Salz, Paprikapulver, Chiliflocken, Oregano habe ich, glaube ich, hier benutzt und dann noch 2 Prisen Zucker und dann ist das Ganze auch schon fertig und ihr könnt die Nudeln hinzufügen. Okay, der Geschmackstest. Tommy hat bei sich noch Mais drauf gemacht. Ein bisschen. Weil er überall Mais reinmacht. Der Tofu ist schon so ein bisschen bröseliger, der löst sich so ein bisschen mehr auf. Auch vom Geschmack her ist es echt richtig, richtig lecker. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. So, und Tag 5 und somit der letzte Tag in diesem Food-Video. Ich wundere, warum es so hell ist. Ich filme nämlich jetzt gerade mittags. Es sollte eigentlich heute unser Abendessen werden, aber damit ich das Video rechtzeitig für euch fertigstellen kann, filme ich es einfach jetzt schon und dann essen wir das jetzt gleich schon zum Mittag. Und zwar gibt es heute bei uns ein Kichererbsen-Curry und dazu Tomatenmozzarella. Es schmeckt auch sehr lecker, wenn man es einfach mit Baguette
oder mit Reis isst, also mit allem ist es sehr, sehr lecker. Aber wir sind jetzt halt sehr auf den Geschmack von Tomate Mozzarella gekommen, deswegen gibt es das heute dazu. Also abgesehen von den Kichererbsen kommen da noch zwei Möhren und eine Paprika und Zwiebeln und Knoblauch rein und Tommy schnibbelt jetzt das Ganze. Okay. So, nachdem alles dann fertig geschnibbelt wurde, habe ich das Ganze dann angebraten. Ich brate immer erstmal natürlich die Zwiebeln und den Knoblauch an und dann kommt anschließend das Gemüse hinzu und dann wird auch schon gewürzt. Und hier sind natürlich bei diesem Gericht die Gewürze besonders wichtig. Ich habe hier Kardamom, glaube ich, erst benutzt, dann Koriander, dann Garam Masala, etwas Paprikapulver, Chiliflocken und schließlich noch Madras Curry, was somit am wichtigsten ist. Und dann wird das Ganze mit den Gewürzen kurz angebraten und schließlich kommen gestückelte Tomaten hinzu. Und dann habe ich 2 Teelöffel braunen Zucker hinzugefügt. Das macht dann nochmal so eine intensivere und süße Note. Und dann kam schließlich die Kokosmilch auch schon hinzu. 1 Esslöffel Tomatenmark und dann habe ich nochmal ein bisschen nachgewürzt und auch noch einen Teelöffel Salz hinzugefügt. Und dann könnt ihr das Ganze erstmal so 5 Minuten köcheln lassen mit Deckel drauf. Und nach diesen 5 Minuten können dann die Kichererbsen hinzu und dann auch nochmal 5 Minuten köcheln lassen. So, während ich mich um das Curry gekümmert habe, hat Tommy schon mal Tomate Mozzarella zurechtgeschnitten. Und das Ganze würzen wir jetzt noch mit ein wenig Olivenöl. Und ein bisschen Balsamico-Essig. Und wir halten es ganz simpel. Da kommt jetzt noch ein bisschen grobes Salz drauf und noch Pfeffer. Okay, und das Essen ist ready. Einfach 2 Essenskulturen vereint. Ich würde meinen, es passt nicht zusammen, aber wir mögen die Kombi auf jeden Fall. Schmeckt richtig lecker. Gut gemacht, Rischka. Danke. Das müssen wir auch probieren. Wir müssen ja schauen, ob du die auch gut geschnitten hast. Die sind so krass geschnitten, die können gar nicht schlecht schmecken. Das ist die Technik, wie ich schneide. Ja. Okay, und das lassen wir uns jetzt schmecken. So, und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Gericht euch am meisten angesprochen hat und welches ihr nachkochen wollt. Wenn ihr irgendwas nachkocht, dann verlinkt mich gerne in euren Stories auf Instagram oder schickt mir Bilder. Ich freue mich immer sehr, die Bilder zu sehen und zu sehen, dass es euch hoffentlich auch geschmeckt hat. Wie immer würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr auch mehr Food-Videos haben wollt. Dann würde ich sagen, wär's jetzt von dem Video und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.